Hallo meine lieben Zuschauer zur Folge Nummer 12 des neuen Football Managers 2019. Wir sind jetzt immer noch mittendrin in der englischen Woche, haben jetzt leider verloren gegen Paris mit 4:0 in Paris. Da hat man direkt noch gesehen, dass wir noch nicht so weit sind und ja, die haben uns keine Luft zum Atmen gegeben. Weder offensiv haben wir irgendwas reißen können, also defensiv waren die sehr stark. Und deren Offensive mit Cavani, Neymar, Mbappé, die ist natürlich überragend natürlich. Aber gut. Wir sind ja in der ersten Saison mit dem BVB. Die Mannschaft wurde stark verjüngert. Ist talentiert, aber noch natürlich in einem Umbruch. Und da muss man erstmal die auf Temperatur bringen, dass sie es schaffen. Nach 1, 2, 3 Jahren, wie lange auch immer, dann wieder so konkurrenzfähig zu sein, dass man mit denen auch gegen Paris besser mithalten kann. In Paris natürlich. Zudem die anderen beiden Gegner sind, glaube ich, ZSKA Moskau und Dynamo Zagreb, genau. Da müssen wir halt unsere Punkte holen, was wir dann auch hoffentlich tun werden. Das ist natürlich unser Anspruch. Wir wollen auf jeden Fall mindestens Zweiter werden, also uns einfach qualifizieren fürs Achtelfinale. So. Scouting von Maya, Del Rosso und Torunarika. Also, Arne Meyer, wollen die nicht verkaufen? Ist zwar ein gutes Talent, okay. Ja, ist ein interessanter Spieler, aber erst einmal können wir ihn nicht holen. Javairo Del Rosso. Er hat gute Anlagen, aber der ist mir mental ein bisschen zu schwach. Zu viele Fähigkeiten, wo er noch nicht gut ausgebildet ist. Aber ansonsten natürlich auch ein guter Spieler. Und Jordan Torunariga. So, auch ein sehr guter Innenverteidiger natürlich, mit 1,89 auch schon sehr groß, hat ganz gute Fähigkeiten, aber wollen die auch nicht verkaufen bei einem Marktwert von 5,25, denke ich mal, dass die jetzt ein bisschen, wird eher ein bisschen mehr kosten. Del Rosso eher nicht, die anderen beiden, ja, behalten wir mal im Auge, sagen wir es mal so, und schauen dann, was wir dann machen werden. Gut. Oh, diesmal Pulisic mal mit einer guten Trainingsleistung. Sehr schön. Schön, schön. Oh, toll, Jan. Delaney mit einer schlechten Trainingsleistung. Ein Toprak nur mit einer 6,0. Uiuiui. Da muss sich der Ömer ja mal ein bisschen steigern, wie ich finde. Und nach Hoffenheim kommt dann die englische Woche in der Bundesliga zu Hause gegen Nürnberg und auswärts bei Bayer 04, okay. Ehe dann das zweite Heimspiel dann kommt, das zweite Spiel in der Champions League gegen Moskau. Und da wollen wir natürlich dann die 3 Punkte einsacken. Jugend gewinnt 6:1, sehr schön. 3 Tore waren Pakia. So, müssen wir ein bisschen rotieren. Wir spielen wieder auswärts, also würde ich wieder gerne das System mit Dahoud machen im zentralen Mittelfeld. Und dann eventuell reagieren. Sebastian Rode nicht. Zagadou kommt für Toprak auf die Bank. Der hat ja gut trainiert. Besser trainiert auf jeden Fall als ein Toprak, der dieses Mal sehr schlecht war. Ja, die haben hier schwer, das ist mir bewusst. Jeremy kann man eventuell dann im Winter verkaufen, wenn wir dann keine allzu großen Verletzungsprobleme haben. Christian würde ich gerne mal reintun. Für den Jaden auf die rechte Seite. Schmelle beginnt für Guerrero. Ja. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. So, und diesmal müssen wir gewinnen auswärts. Da haben wir jetzt noch nicht die erhofften Ergebnisse eingesammelt. Ich erwarte nichts anderes als einen Sieg. Hoffenheim ist ein sehr starker Gegner, das weiß man ja. Aber es ist möglich. Wir müssen ähnlich spielen wie im letzten Auswärtsspiel gegen Hannover. Das dann aber konzentrierter über einen längeren Zeitraum, dann sollte es doch möglich sein. Hoffenheim ist natürlich ein anderes Kaliber, aber nicht unmöglich.
Okay, Schmeller sollte lieber rausgehen. Das hat dann lang gedauert. Wie gesagt, in den englischen Wochen will ich jetzt hier nichts riskieren. Delaney räumt den aber ab. Szalai mit viel Platz. Grealish, Ecke. Ich wollte etwas defensiver spielen mit Schmeller, deswegen habe ich ihn von Anfang an spielen lassen, aber ja, man kann Verletzungen manchmal nicht einplanen, da muss man halt reagieren. Paco, schön raus auf Dahoud. Dahoud dribbelt da durchs. Im zweiten Versuch mit einer guten Chance, aber leider. Halper. Für Baumann. Gut aufgepasst von Axel. Schön raus auf Paco. Pass nach unten, Marco. Marco. Zu zentral. Delaney ist aggressiv, wie man hier sieht an der Körpersprache. Gefällt mir. So, jetzt mal einen Zuf. Kreativer werden. Sehr gut. Was? Schon die 45. Minute gleich? Okay. Allzu viel ist noch nicht passiert. So, wir haben die bessere Mannschaft, genau. Dann tue ich jetzt mal trotzdem mit Jaden mal rein für Christian. Irgendwas ändern da in der Offensive. Ein Wunderknabe für den anderen. Oh, schön rausgespielt auf Schulz. Grifo Kopf drüber. Glaube ich, du lässt mal Kagawa rein für Dahoud oder Philipp dann als Schattenstürmer. Mal ein bisschen offensiv, weil passiert fast gar nichts. Offensiv von uns. Drei Schüsse nach knapp 54 Minuten, das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Wir warten noch die Aktion ab, die dann hoffentlich nicht zu einem Tor führt. Schön aufgepasst, Witzel. Aggressiv zur Sache gehen hier. Delaney, sehr schön. Jetzt ein Konter. Marco. Auf Paco. Oh, Akboguma. Passt leider auf. Greif doch an! Was macht er da, Akanji? Oder Diallo, oder wer auch immer das war. So. Jetzt kommt mal der Maximilian Philipp rein. Als Schattenstürmer. Bisschen offensiver. Wir wollen hier nämlich gewinnen, nicht nur einen Unentschieden holen. Auch direkt ein Ballverlust von Philipp. Eine Riesenchance für André Kamaric, aber konnte zum Glück nicht so viel Druck hinterm Ball bringen. Ich soll mal wieder ein bisschen kreativer werden. Vielleicht hilft dieser Zuruf etwas. Sehr gut. Nur Philipp und Reus nur gelassen. Okay, nur Reus. Das ist kein gutes Spiel von uns. Mach einmal ein direktes Passspiel. Ein vertikales Passspiel, genau. Mal schon ein bisschen enttäuscht, dass einfach gar nichts von uns da kommt. Vielleicht ist er jetzt. Guerrero. Kriegen den zweiten Ball, sehr schön. Piszczek. Piszczek. Auf den Flügel. Kriegen wir den zweiten Ball. Witzel schön raus wieder auf Piszczek. Delaney. Wir bleiben dran. Łukasz. Schön auf Jaden. Guerrero. Er macht das 1 zu 0. Vorlage Jadon Sancho, zwar ungewollt mit dem Torschuss, aber Raphael backt da seine Offensivqualitäten raus und ballert den rein.
Ein satter Linksschuss ins untere Eck. Und jetzt spielt er gerne etwas defensiver, wobei Philipp kann da bleiben. Aber Marco und Jaden ziehen etwas zurück. Den mache ich mal hier unterstützen. Inverser Flügelspieler. Nein. Flügelspieler unterstützen. Flügelspieler unterstützen. Und gleich geht es dann auf Defensive. Außer jetzt fällt das 2-0, dann brauchst du das ja nicht zu riskieren. Marco schießt rüber. Okay. So. Wenn der Gegner den Ballbesitz hat, dann weniger pressen, weiter zurückziehen. Enger decken natürlich, genau, mehr in die Zweikämpfe. Viel weniger aggressiv. Standards herausholen, Zeitspiel. Diszipliniert, seltener dribbeln. Kurzpassspiel und einen geordneten Spielaufbau. Jetzt gerne noch Philipp nochmals weiter zurückziehen. Für ein paar Minuten, das ist kein Problem. Verteidigen. Verteidigen. Ich will unbedingt diesen Auswärtssieg. Noch knapp 20 Sekunden. Das kriegen wir hin. Schön. Schöne Seitenverlagerung von Jaden auf Marco und von Marco auf Jaden. Hat ein paar Sekunden gebracht. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 1:0 auswärts gegen einen starken Gegner. Die TSG Hoffenheim ist nicht zu unterschätzen. Und kann sagen, wir haben davon etwas profitiert, dass Schmeller ein bisschen angeschlagen war, sodass wir halt Guerreiro einwechseln mussten. Und er ist nicht nur der Spieler des Spiels, sondern auch der Torschütze. Zum einzigen Tor des heutigen Abends. Somit haben wir einen Start von 10 Punkten nach 4 Spielen. Sehr gut. Besser geht's ja kaum. Und Schmeller hat es nur 1 bis 3 Tage verletzt. Eine Verhärtung der Oberschenkelrückseite. Also, das war das Spiel an sich. Ja gut, da hätte es offensichtlich etwas mehr Gefahr geben können, ruhig. Das gebe ich gerne zu. Es hat mir nicht so ganz gefallen, aber ansonsten perfekt. So. Okay, Valentin Gasts. Der wird, glaube ich, gerade gescoutet, richtig? Wie ich das sehe. Ah, ne, Scout beauftragen bis voller Kenntnis. Renan Lodi, ein Linksverteidiger, ja, eventuell. Schmeller ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wollen die zwar nicht verkaufen, aber man kann es ja mal gucken. Probieren. Gast bis maximal 5 Millionen. Ich sehe Technik 16 bis 20. Gute Ballannahme, gutes Passspiel, Einsatzfreude. Also so ein schöner argentinischer Ballzauberer sozusagen. Bin jetzt mal gespannt, wie gut er ist. Oh, Schalke gegen Bayern, das Topspiel. Da hoffe ich mal auf einen Sieg der Königsblauen oder einen Unentschieden wenigstens. Ein Sieg, damit sind wir jetzt auch Tabellenführer. Können doch von Mainz überholt werden. Ui. Die haben ja einen guten Start erwischt gerade. Ja gut, ich würde dann mal sagen, das war's dann von heute mit dieser Folge. Ich denke, ihr seid zufrieden mit dem Ergebnis. Mit dem Spielverlauf, da könnte man sagen, auswärts sind wir noch nicht immer aggressiv genug. Gegen Hannover waren wir es zwar, aber Hoffenheim hat es ganz gut geschafft. Unser Analysezentrum wurde ausgebaut, schön. Und die haben es jedenfalls geschafft. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Die haben es ganz gut geschafft, unser Offensivspiel etwas einzuschränken. Aber wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, wir sind erst neu in der Saison.
sind viele neue Spieler dabei in der Startelf. Kann man jetzt angucken. Akanji ist neuer, Diallo, Witzel, Delaney, Paco Alcacer, da sind allein 5. Dann auf der Bank haben wir Hitz, Ersatzleiter, okay. Und noch junge Spieler wie Jaden oder Christian, die man immer hin und her wechselt. Zagadou ist natürlich ein Riesentalent. Wolf ist neu. Also da gibt es einiges natürlich. Aber wir haben einen breiten Kader und mal gucken, wie wir im Winter dann reagieren werden. Eventuell verkaufe ich dann, wie gesagt, Toljan. Ich überlege auch, vielleicht Marius Wolf zu verkaufen. Aber dann hätten wir, glaube ich, keine Alternative, wenn jetzt mal Jaden oder Christian sich verletzen oder Marco. Können wir keinen neuen auf die Bank tun und Marius ist ja nicht wirklich Flügelspieler. Höchstens könnte man Philipp auf dem Flügel spielen lassen, stimmt. Ja, naja, egal. Mal gucken, ist ja erst der 23. September, also noch über 3 Monate. Da kann man sich ja noch einiges überlegen und gucken, wie sich die Spieler so entwickeln werden. Also, ich sage noch einmal, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für jeden Unterstützer, der die Videos guckt. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, immer wieder neue Talente habt, die ich mir angucken kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe bislang, glaube ich, jetzt jede Kommentar abgearbeitet. Alle Talente. Wenn ich einen vergessen habe, dann meldet euch gerne. Hat auch mal jemand gesagt, mit Dietro Sudenmaier und Torunariga, dass ich die vergessen habe. Habe ich ja jetzt über ein Sehenkonto schon gescoutet. Also, wenn ihr neue Talente habt oder denkt, ich habe einen Kommentar von euch vergessen, meldet euch und wir sehen dann weiter. Bis demnächst, bis morgen wie immer. Macht's gut.